Hallo und herzlich willkommen beim Plot Twist Podcast. Ich heiße Katharina und begrüße euch aus Norddeutschland, wo ich kürzlich hingezogen bin. Ich bin gebürtig aus Berlin, genauso wie mein Mann. Wir sind da groß geworden, haben ewig da gewohnt, aber vor einem halben Jahr haben wir unsere Koffer und viele Kisten gepackt und sind in den Norden gezogen. Und jetzt wohnen wir also in Norddeutschland auf einem alten Hof und haben ein kleines Stück Land und sind sehr glücklich hier. Und von hier begrüße ich euch also heute zum ersten Mal auf Deutsch. Den Plot Twist Podcast gibt es normalerweise auf Englisch seit knapp 2 Jahren, glaube ich. Und in meinem Podcast dreht es sich um Slow Fashion. Hauptsächlich ums Stricken, aber auch um Stopfen, Flicken, Kleidung länger haltbar machen. Dazu gab es aber in den letzten Monaten hier im Podcast weniger Content und deshalb werde ich auch heute ausschließlich übers Stricken reden. Denn ich habe es mir folgendermaßen vorgestellt. Dieser Podcast wird ja normalerweise auf Englisch gefilmt. Ich spreche immer Englisch, vielleicht kennt ihr den Podcast, habt ihn schon mal geguckt, vielleicht auch nicht und seid gerade erst drauf gestoßen. Also solltet ihr andere Folgen euch angucken, dann sind die alle auf Englisch. So. Ich habe aber gedacht, es ist doch irgendwie auch schön, etwas in meiner Muttersprache anzubieten und für ein deutschsprachiges Publikum, dem vielleicht das Englische nicht ganz so einfach zugänglich ist und kann aber nicht zwei so Podcasts parallel laufen lassen. Das ist sehr viel Aufwand und das ist auch irgendwie komisch. Also das wollte ich auch nicht gerne machen. Auf jeden Fall möchte ich gerne auch ein kleines bisschen deutschen Content hier auf meinen Kanal stellen. Und dann fangen wir doch mal damit an. Und ich muss mal sagen, also es ist auch ganz interessant, jetzt zu gucken, was ich im Januar fertiggestellt habe. Also, da wäre ich ja schon wieder überhaupt nicht drauf gekommen. Die Sachen, ich habe es auf Ravelry nachgeguckt, da kann man ja eingeben, in so verschiedenen Filtern eingeben, fertiggestellt im Jahr, so, 2024. Und dann wird mir also nur angezeigt, was eben dieses Jahr ich sag mal, abgenadelt wurde und dann konnte ich eben gucken, was war alles im ersten Quartal. So. Die ersten Projekte, die ich jetzt zeige, da dachte ich ja schon, oder zwei von denen, da dachte ich ja schon, die habe ich noch im letzten Jahr gemacht. Ist aber nicht so. So, ich trinke noch einen Schluck Tee und dann geht's los. Also ich starte natürlich mit den sogenannten FOs, also mit allem, was ich fertig gestrickt habe dieses Jahr. Danach komme ich dann zu dem, was noch auf den Nadeln befindlich ist. So, das allererste, was ich euch zeigen kann, also ich habe 3 Kinder. Die sind, 3, 6 und 8. Und mein ältester Sohn, der 8-Jährige, hat Socken bekommen. Er hat sich die Farbe selber ausgesucht. Und wir haben, der eine Socke ist hier verdreht, wir haben in der, also zum Umzug, noch, als wir noch in Berlin gewohnt haben, habe ich angefangen, den Kindern sogenannte Gummistiefelsocken zu stricken. Weil klar war, sie würden einfach viel mehr als vorher in Gummistiefeln rumrennen. Wobei, sie tragen sie jetzt fast hauptsächlich. Aber in Berlin habe ich so wahrgenommen, dass wenn man Gummistiefel trägt, das Wetter ja immer irgendwie so ist, dass Gummistiefel an sich ein bisschen kalt sind. Hier im Garten rennen sie jetzt halt andauernd damit rum. Aber es gibt häufig so richtiges Gummistiefelwetter, wo ich es finde, so einfach auf Socken und Gummistiefeln ist ein bisschen kalt. Und dann habe ich gedacht, mache ich ihnen doch so eine Gummistiefelsocken, die sie dann anziehen, dicke Socken, für im Stiefel. Ja? Und sie sind nämlich nicht so eine Wollsockenträger zu Hause. Das lag in Berlin daran, dass wir einfach lackierten Dielenboden hatten und man einfach hingefallen ist mit Socken. Ich habe natürlich trotzdem immer welche getragen, aber mit Hausschuhen. Das fanden meine Kinder aber unzumutbar heiß. Das ziehen die nicht an. Und hier ist es ein bisschen ähnlich. Also hier haben wir auch Holztreppe und Holzboden und so. Und das ist alles für die Kinder in ihrem Tempo, die ja irgendwie alles rennen am Tag, alles, ist das nicht so sinnvoll. Ich laufe ja auch nicht auf Socken, sondern immer mit Socken in Hausschuhen. So, gleiches Problem. Und deshalb ziehen die halt zu Hause eigentlich keine Socken an. Also natürlich Socken, aber halt keine Stricksocken. Und dann habe ich ihnen Gummistiefelsocken gemacht. Und das war bei den Jungs so, dass die, also meine ersten beiden Kinder, dass sie so Resteringelsocken gekriegt haben, sie wollten sie dann bis zum Knie haben. Die habe ich immer noch letztes Jahr gestrickt. Die zeige ich jetzt nicht. Wer die sehen will, kann
in den alten englischen Folgen vielleicht mal nachblättern. Oder genau, auf meiner Ravelry-Seite, da, also in meinem Profil, sind alle möglichen Projekte auch hinterlegt. Ich gebe mir Mühe, sie auch immer zu bebildern. Die Gummistiefelsocken sind bebildert. Da kriegt ihr einen Eindruck, alles, wovon ich hier rede, alle Projekte haben eine Ravelry-Seite, die ist unten verlinkt in der Infobox unter dem Video. Und alles andere, was ich erwähne, egal ob es andere Podcaster sind oder, ja, weiß ich nicht, Anleitungen, alles Mögliche, verlinke ich dort. Also was ihr auch immer finden wollt und auch meine Instagram-Seite, meine Ravelry-Seite, mein alles Mögliche, wo ihr mir eine E-Mail schicken könnt, wenn ihr es machen wollt, findet ihr alles in der Infobox unter dem Video. Genau. Und warum habe ich das, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Achso, genau, da könnt ihr auch die alten Gummistiefel, also die ursprünglichen Gummistiefelsocken sehen. Und dann war es aber, sollte es weitergehen mit der Gummistiefelsockenstrickerei. Und dann hat er sich also, als wir hier in der Kreisstadt im Handarbeitsgeschäft standen, diese Wolle ausgesucht, die ich sehr grell finde. Aber er findet das irgendwie cool. Das ist so ein Fußballer-Style, glaube ich. Es muss irgendwie so Neonfarben sein. Das ist so das Alter, keine Ahnung. Es sollte auf jeden Fall das sein. Ich finde, weiß ich ein bisschen. Die sind halt schon getragen, das sieht man auch. Ich zeige es euch trotzdem mal. Diese weißen Tweedy, da ist so eine, sind sowieso weiße Tweedy-Nupsis drauf. Also als wäre das ein Tweed, eine Tweed-Wolle. Und ich finde ja, das ist so ein bisschen schräg irgendwie. Also das sieht aus, als hätte es da drauf geschneit, auf die Socke. Weil ich finde, dieses Weiß ergibt da drin irgendwie wenig Sinn. Vielleicht sieht man es bei der hier noch ein bisschen besser. Es ist total düster heute, tut mir leid, dass so ein blödes Licht ist. Aber so ist es eben. Neulich konnte ich im Garten filmen, das wollte ich heute auch. Aber keine Chance. Und wenn ich heute nicht aufnehme, wird es die Woche nichts. Deshalb habe ich gedacht, lieber in so einer kleinen Düsternis drin, als gar nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich ihm die also gestrickt. Das ist eine DK, so eine DK-Stärke, also eine, ich glaube, ich habe, was habe ich genommen? Stopp, bevor ich jetzt rate. 2,5 mm ist nicht viel, aber meine anderen Socken würde ich mit 2,25 oder sogar 2,0 mm, also 2 mm stricken. 2,5 mm habe ich früher bei einem normalen Sockenwollgarn gemacht, ist jetzt aber eine viel zu große Nadel. Also wird das einfach total lappig, das Gestrick. Ja? Und deshalb habe ich hier 2,5 genommen. Also ich stricke sehr locker mittlerweile. Früher hätte ich das auf jeden Fall mit einer Dreiernadel gestrickt. Auf jeden Fall habe ich 52 Maschen angeschlagen, also von oben nach unten. Hier so ein bisschen Ribbing, ich weiß nicht mehr wie viel. So, das ist so ein Tubular Cast-On, also wo man immer die so rüber schlingt, die Fäden. Also nicht die Schlaufe zieht, sondern nur so Schlingen immer macht. Und dadurch ist das extrem dehnbar. Das wollte ich, weil es eben wieder bis zum Knie gehen sollte. Ja, das war wieder bestellt. Und dann habe ich ein Stück einfach gerade runter gestrickt. Geht wahnsinnig schnell mit diesem Garn. Das ist irgendeine Langwolle in so einer Weihnachtsfarbe. Wenn ihr das genau wisst, müsst ihr mal dann auf der Seite gucken. Tut mir leid, ich suche die Abnahmestelle, die erste. Deshalb gucke ich hier so runter. Ich habe sie doch aber eben auch mal gesehen. Ja, wo ist die denn? Also irgendwo hier fange ich an abzunehmen. Ich glaube hier. Also ich glaube, so viel habe ich gerade runtergestrickt. Und dann folgen zwei Abnahmen relativ kurz aufeinander. Also 2x2, ne? Abnahmen. Sodass ich bei 48 gelandet bin und mit 48 Maschen habe ich dann hier so ein Füßchen gestrickt und fertig. Das ging total schnell. So. Ich habe das Ganze auch nochmal in so einem Dunkelgrün, also auch Dunkelgrün mit Schwarz verzwirnt und diesen komischen weißen Flocken drauf für meinen mittleren Sohn. Der möchte nämlich auch gerne so eine Dinger haben. Und jetzt habe ich gerade aber leider irgendwie gar keinen Bock. Und jetzt kommt ja glücklicherweise der Sommer, sodass die Socken jetzt auch nicht das Allerwichtigste sind. Aber ich darf es nicht zu lange verschleppen, weil dann ist es plötzlich Herbst und sie sind nicht fertig. Aber ja, das sind also die Gummistiefelsocken. Bin so ein bisschen irritiert, weil mein Mann zu Hause ist, der renoviert, der hat ein paar Tage frei und renoviert oben. Wir wohnen hier noch auf einer ziemlichen Baustelle und die ganze Zeit höre ich da hinten gekruschelt, weil er immer wieder runterrennt. Also wenn viele Schnitte drin sind, dann vielleicht deswegen, weil ich rausschneide, was sonst im Hintergrund rumort. Hier hinten liegen meine Notizen, deshalb gucke ich immer so ein bisschen schräg runter. Hier habe ich gleich die nächsten
das nächste Weihnachts- oder das nächste Sockenprojekt fertig. Und in dem Fall sind es meine Weihnachtssocken. Das war das zweite, was ich dieses Jahr fertig gestrickt habe. Das ist wieder von Lana Grossa irgendeine Weihnachtsfarbe, irgend so ein Weihnachtsgarn. Ich weiß jetzt nicht mehr welches, aber das ist auf meiner Seite. Also wenn ihr die Nummer von der Farbe wissen wollt, guckt auf der Ravelry-Seite nach. Und dieses Gelb, weiß ich nicht, ob ich das da auch vermerkt habe, das habe ich halt als Kontrast für die Ferse reingemacht. Ich dachte, das würde irgendwie ganz cool aussehen. Jetzt finde ich, ohne wäre auch okay, aber es ist ja, also geht ja so. Gold passt ja auch irgendwie so in diesen Weihnachts, Farben, in diese Weihnachtsfarbpalette. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und es ist ja so sehr Weihnachten, Weihnachten, ne? Deshalb habe ich gedacht, komm, Gold kann man, so eine goldene Farbe passt da schon noch irgendwie gut dazu. Die habe ich mit einer Zweiernadel gestrickt, 60 angeschlagen mit so diesem German Twisted Cast-On oder Old Norwegian, der einfach noch ein bisschen mehr Stretch gibt als ein normaler Longtail Cast-On, aber nicht so viel wie ein Tubular. Weiß ich aber, dass das bei mir reicht, wenn ich die Nadeln doppelt halte. Also ich nehme dann beide, ich nehme immer Rundstricknadeln und mache so einen Magic Loop, halte die dann zusammen, schlag alle Maschen an, so sagt man das, und dann verteile ich die auf die zwei Nadeln. So. Also ziehe nach dem Anschlagen eine von den zwei Maschen raus, ne, damit ich die Maschen verteilen kann. Die andere bleibt natürlich drin. Und dann schließe ich zur Runde und los geht's. Und dadurch, dass ich die dann eben doppelt halte, die Nadeln für den Anschlag, ist das auch weit genug. Ich habe einen hohen Spann und brauche unbedingt hier viel Platz. Und Longtail Cast-On, da kriege ich natürlich über den Fuß, aber es ist blöd. So, es ist immer so ein bisschen, ach nee, falschen Anschlag gewählt. So, deshalb mache ich das immer so. Und ich gucke nochmal nach. Ach, guck, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Also passt auf. Ich habe mit einer Zweiernadel gestrickt. Ich habe 64 Maschen angeschlagen. War Quatsch, nicht 60. Sonst wäre es ein bisschen knirsch vielleicht geworden. Die Wolle hier ist von Meilenweit, also Lana Grossa Meilenweit. Die Farbe 6781. Und ich habe ziemlich genau 50 Gramm gebraucht. Das heißt, ich kann noch so ein paar stricken und zu Weihnachten verschenken. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Wieder was, was man rechtzeitig anfangen muss. Aber ja, genau, das sind sie. Meine Weihnachtssocken. Das war also mein zweites Projekt, was ich in diesem Jahr abgeschlossen habe. Habe ich auf jeden Fall im letzten Jahr angefangen. Ich will sagen, irgendwie Anfang Dezember. Genau, Anfang der Weihnachtszeit haben wir die gekauft und dann ist das irgendwie im Januar fertig geworden. Ich glaube sogar, ich habe sie schon mal getragen. Kann aber auch sein, dass nicht. Ist ja auch egal. Sie sind jedenfalls einsatzbereit, wenn der Herbst kommt. Meine Weihnachtssaison beginnt sehr früh. Also Ende September, Anfang Oktober. So, Ende September habe ich Geburtstag, da eigentlich noch nicht, aber danach dann auf jeden Fall. Also Mitte Oktober ist für mich Weihnachtszeit und dann werde ich die tragen. So, nächstes Projekt ist ein bisschen schwierig, weil, also ich zeige es euch erstmal. Das sind jetzt hier so die klassischen Gummistiefelsocken, so wie meine Jungs die auch haben, wobei ich zeige es erstmal, dann kann ich es besser erklären. So, eine Socke, zweite Socke. Das Problem ist ein bisschen offensichtlich, gehe ich gleich drauf ein. Ich sage erstmal was zu den Farben und der Konstruktion. Gestrickt mit 2,25er Nadel. Tubular Cast-On, daher auch einmal eins Bündchen. Und dann habe ich eine Farbe, das waren alles Reste. Ja? Also alle möglichen Sockenreste habe ich irgendwie zusammengekramt, um diese Gummistiefelsocken draus zu machen. Ich habe dann, sorry, die wurden schon getragen, deshalb sind die so ein bisschen, naja, so wie sie eben sind. Haben schon Gebrauchsspuren, aber so ist es eben. Ich habe also hier dieses Lila ausgewählt, weil ich dachte, da habe ich genug von, da kann ich. Das kann ich als Hauptfarbe durchziehen. Hat fast geklappt. Hier dann nicht mehr. Bei der zweiten Socke hat es hier aufgehört. Und ich habe die dann immer so parallel gestrickt. Also beide Bündchen, dann eine Kontrastfarbe. Für die ersten habe ich immer 10 Reihen. Ich bin von einem 1x1 Bündchen auf ein 3x1 gegangen. Habe ich auch bei den Weihnachtssocken, habe ich das auch so gemacht. Die anderen, die grünen Gummistiefelsocken mit, ne, diese Decay, die sind
einfach glatt rechts. So, halten auch gut am Bein, muss ich sagen. Aber hier habe ich das mit von einem 1x1 bin ich dann auf ein 3x1 Bündchen gegangen. Bei den Weihnachtssocken habe ich oben 2x2 gemacht und dann aber auch 3x1, pardon, weil ich finde, dass es einfach gut am Bein sitzt. Und das mag ich mittlerweile lieber als so glatt rechts runtergestrickt. Was interessant ist, weil ich immer diese sogenannten Vanilla-Socken gemacht habe, also einfach glatt rechts runter. Jetzt mache ich eigentlich immer 3x1. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen lockerer stricke und ich will, dass es irgendwie hält. Aber auch, weil ich es nicht mag, wenn es so ganz flappig ist. Wobei ist es ja eigentlich auch nicht. Es sind ja auch nur 60 Maschen bei einer normalen Socke für mich. Aber trotzdem, ich finde, es sitzt halt irgendwie ein bisschen besser. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich immer Hauptfarbe, 10 Runden Kontrastfarbe und dann immer 5, 10, 5, 10. Ne? Und dann habe ich die, also immer 5 Runden lila, 10 in der nächsten Kontrastfarbe, dann wieder 5 lila, 10 in der nächsten Kontrastfarbe. Man kann es vielleicht ganz gut sehen, dass ich immer die gleichen Reste verwendet habe an den gleichen Streifen. Also der erste Streifen ist das gleiche Knäuel, der zweite aus dem gleichen Knäuel und so. Und so sind die halt nicht identisch, aber sie passen irgendwie schon zueinander. Man hätte es natürlich auch einfach total würfeln können, aber ich wollte es halt so haben, dass die schon auch ein bisschen ähnlich aussehen, aber eben nicht gleich. Und manche Streifen sind sehr unterschiedlich, so wie die hier, ne? Da ist das hier viel dunkler und hier hat man dieses Türkis, was eben zufällig dann der Übergang war, sodass das Türkis hier gar nicht mehr auftaucht. Aber andere sind ja doch sehr ähnlich. Naja, so habe ich das halt gemacht. Geguckt, wie lang es sein muss, bis ich zu ihrer Ferse komme. So, dann habe ich die Ferse gestrickt und man sieht es auch schon, dass es schon getragen wurde. Also ich muss ribbeln, kann ich gleich sagen. Ich muss hier ribbeln. Und zwar bis zur Ferse, bevor ich das Käppchen gestrickt habe. Und einfach weniger Fersenwand ihr geben, weil ich nur, also ich versuch's mal, es ist von hier bis hier. Das Stück ist die Fersenwand. Ist nicht sehr hoch. Ich weiß nicht, ich glaube es sind 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 oder 11 Hebemaschen, also 20 oder 22 Reihen, habe ich diese Fersenwand gestrickt. Ne? Ich mache immer eins stricken, eins abheben und auf der Rückseite alle links stricken. Aber es ist zu viel. Also danach, wie hoch die Fersenwand ist, bemisst sich ja. Jetzt höre ich es hier schon wieder rumoren. Ist ja schrecklich. Danach, wie hoch die Fersenwand ist, bemisst sich ja, wie lang der Spickel wird. Ja? Also wie lange ich hier an dieser kleinen Kante, die man dann sieht, abnehme. Das wiederum bestimmt, wie hoch der Spann ist. So, jetzt haben wir alle in der Familie einen hohen Spann. Dann dachte ich lieber nochmal eine Hin- und Rückrunde mehr oder eine Reihe als weniger. Lieber den Spann etwas höher als zu knapp. Ne? Es war gut gemeint, aber es hat nicht geklappt, weil also man sieht, dass das Problem ist, der Fuß ist insgesamt natürlich sehr kurz noch, weil sie halt gerade mal 3 ist und das hier ist einfach viel zu viel. Also sie hat ja nicht so einen Fuß, ja. Das könnte man hier gut und gerne unten so umklappen und es würde wunderbar passen. Und das sind viele Maschen, die da weg müssen. Und jetzt muss ich also zurück ribbeln bis hier, bis zu meiner Fersenwand. Auf jeden Fall 4 Reihen rausnehmen. Ich meine, zu wenig darf es auch nicht sein, aber eben auch nicht zu viel. Ich habe halt schon ein bisschen üppig angefangen mit, was hatte ich denn hier, 56? Ja, eben, mit 56 Maschen, das ist schon mal viel zu viel. Ja. Also das habe ich schon mal falsch gemacht. Hätte ich mal 52, 48 nehmen sollen. Ich meine, sie ist ein kleines Mädchen, aber weiß ich auch nicht, warum. Habe ich halt so gemacht. Und dann wird es halt immer chaotischer von da an. Also ich muss hier irgendwie 4 Reihen rausnehmen, dass ich nicht mehr bei 10 oder 11, sondern bei 9 oder 10 eben bin. 8 oder 9. Einfache Mathematik, naja. Und dann meine Ferse hier, das Käppchen zu Ende stricken. Dann auch ein bisschen hier zusehen mit den Abnahmen. Wie habe ich denn das hier gemacht? Ja, ich habe jede dritte Runde abgenommen.
Ne? Also abnahmen, dann zwei Reihen Runden nicht abnehmen, dann wieder, um diesen Spickel zu stricken. So mache ich das immer, jede dritte, weil ich sonst finde, der wird zu steil. Kommt auf die Fußform an, bei mir wird der dann halt zu steil. Hier geht aber dafür viel zu viel Zeit ins Land und hier ist immer Stoff, Stoff, Stoff. Es müsste halt viel schneller, viel weniger Material werden. Das heißt, ich muss auf jeden Fall alle zwei Runden abnehmen. Immer eine Abnahmerunde, eine glatt rechts, eine Abnahmerunde, damit es eben möglichst schnell weniger wird, weil es halt schon ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen stattlich startet hier mit diesem Beinchen, was halt auch ein bisschen hätte schmaler sein können. Naja, irgendwie muss ich versuchen, es halt zu kompensieren und dann ein Stück Socke und dann die Spitze. Denn es fludert ihr total, also die Ferse, um die Ferse rum, rutscht diese Socke wie bekloppt. Also das, wenn das hier oben zu locker wäre, könnte ich ja noch ein dünnes Gummi, so ein ganz dünnes reinmachen und das damit irgendwie halten. Außerdem wächst sie ja auch noch, dann kann man sagen, naja gut, dann in einem Dreivierteljahr sieht es ja schon anders. Aber dieser Fuß ist, also das kann ich nicht mehr retten, ohne es aufzuribbeln. Aber zum Glück ist es ja einfach eine mini kleine Socke, also es ist ja total, überhaupt keine Arbeit. Man muss es halt machen und ich habe es noch nicht gemacht. Ich wollte es mir auch nochmal angucken, wie sie es nochmal anhat und sicher sein und so. Und dann hatte sie es aber nicht so oft an und jetzt ist die Sache aber klar. Also ich muss da nochmal ran und mir das vornehmen. Naja, das ist das Ding mit den Gummistiefelsocken. Das nächste, was ich dann fertig gekriegt habe, und das ging eigentlich relativ schnell, weil ich halt auch mich rangesetzt habe und nur daran gearbeitet habe. Das ist was, was sich so entwickelt hat. Ich stricke schon ewig. Ja. Ich habe mit um 7 ungefähr angefangen und natürlich nicht so viel gestrickt wie jetzt, das ist ja klar, auch nicht als Jugendliche. Als Jugendliche habe ich dann irgendwie, erst hatte ich so eine Zeit, da habe ich nur Schals gestrickt, als Jugendliche habe ich endlos viele Socken gestrickt und das hat sich dann noch so ein bisschen ins jüngere Erwachsenenalter gezogen und als ich dann wirklich älter war, also dann schon so in meinen 30ern angekommen, gerade so eben, und meine Kinder bekommen habe, da habe ich dann wirklich angefangen, sehr plötzlich sehr viel zu stricken und so viel wie auch wie heute, ne? Also eigentlich immer. Von da an hatte ich eben immer mehrere Projekte so auf Nadeln, die auch so parallel bespielt wurden, ne? Und das habe ich prinzipiell auch immer noch. Also ich habe auch immer noch ein Sockenprojekt immer für, wenn ich unterwegs bin, und ein Pulloverprojekt für zu Hause und so, ne? Also man schleppt ja auch nicht jedes Projekt in jeder Größe überall mit hin und so. Und ich mag auch gerne mal ein bisschen Abwechslung haben. Aber dieses Jahr habe ich dann mal, inspiriert von Chelsea, der ich auf Patreon folge, Chelsea von Legacy Fiber Arts, die hat einen Patreon-Channel, der heißt Chelsea Makes. Da ist im Moment ehrlicherweise nicht allzu viel los, aber eine ganze Weile war da sehr viel los. Dann war ich da auch sehr irgendwie dabei. Und zum Jahresbeginn hat sie so ein Frogger Finish Mail gemacht, also so ein Make-Along, wo es darum ging, eben alten Projekten nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu widmen, damit sie dann eben fertig werden. Oder man auch sagen kann, ach, ich ribbel das und dann hat man das halt auch ein bisschen weg. So. Und da habe ich dann angefangen, diese grünen Gummistiefelsocken fertig zu machen. Und dann habe ich mich so Stück für Stück irgendwie durch meine Projekte gearbeitet. Und es waren halt dann erstmal viele Socken, weil ich viele noch auf den Nadeln hatte. So. Und als ich dann hier ankam, das war ein neuer, es war neu angeschlagen, mit Wolle, die ich in meinem Adventspäckchen von meiner Freundin Claire aus Australien bekommen habe, weil wir immer so einen Adventsaustausch machen, eigentlich einen Adventskalender. Und dieses Jahr haben wir so die 4 Adventssonntage und so nach Thema so kleine Sachen zusammengestellt. Und da war nämlich dieses schöne, also wirklich wunderschöne Garn dabei, diese ganz, ganz, ganz tolle so Sockenwollstärke Wolle, Merino-Wolle, glaube ich, mit Nylon, so ein bisschen das Klassische, war dabei. Ich zeige euch mal die tolle Farbe. Das ist ein so schöner Farbverlauf mit so einem, nicht zu aufgeregt, aber mit so ein bisschen Bärentönen, ne? Und ich hoffe, man sieht das. Also mit so ein bisschen bärigem Lila oder Violett oder so. Und diesen helleren
Tönen. Ich finde, es ist irgendwie ein sehr zurückgehaltener Farbverlauf oder wie heißt das denn? Wie heißt denn das, was die färben? Colorway würde man sagen auf Englisch. Also eine sehr, die Färbung ist so sehr zurückgehalten und trotzdem ist total viel los. Wenn man strickt, ist die ganze Zeit was los. So. Ich finde die Farbe wirklich richtig toll und wollte damit sofort was machen. Gefärbt ist es von Circus Tonic Handmade, also in Australien. Die Farbe ist Saint-Germain-des-Prés, glaube ich. Müsste stimmen, ja. Und naja, das habe ich auf jeden Fall sofort, also nee, ich habe es im Advent bekommen, aber habe es dann irgendwie im Februar oder was, habe ich das angeschlagen, weil ich sofort mit dieser Wolle arbeiten wollte und habe gedacht, ich mache mir so Beinstulpen, weil es hier einfach bei uns total kalt war. Wir haben es super fußkalt und wenn ich irgendwie dann im Winter in Leggings rumrenne, dann ist es schön, nochmal so ein bisschen was extra als Stulpe so an den Beinen zu haben, was man dann aber zur Not auch hochziehen kann bis zum Knie. Es macht einfach großen Unterschied. Es ist wirklich viel wärmer. Und ich wollte mir also so eine Beinstulpen machen, habe es dann auch ziemlich durchgezogen und sehr fleißig nur da dran gestrickt und nicht an allzu vielen anderen Sachen nebenher. Und dadurch sind sie auch relativ schnell fertig geworden. Was total schön war. Es war jetzt nicht der aufregendste Prozess. Also so das Stricken war dann irgendwie auch mal gut, weil es rumpelt über mir. Tut mir leid. Also, ich wiederhole. Das Stricken war jetzt so semi-aufregend, weil einfach sehr viel glatt rechts in der Runde und dann habe ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo habe ich denn angefangen? Ich glaube, hier oben habe ich abgekettet. Also, na, ist ja auch egal. Also, ich habe entweder zu- oder abgenommen die ganze Zeit, sodass es auch, ich glaube, ich habe zugenommen, sodass die Runden auch länger wurden. Oder habe ich ab, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall ist halt so ein Momentchen gedauert und es war dann irgendwie auch mal in Ordnung. Ich war dann froh, als sie fertig waren, aber ich war halt auch froh, dass ich nicht mich habe ablenken lassen zwischendurch und dann schon wieder irgendwelche anderen Sachen angeschlagen habe, sondern das auch wirklich gemacht habe, weil sowas natürlich ein extremes Potenzial dafür hat, dann da zu liegen und man geht nicht mehr ran, weil man denkt, ach, das war schon letztes Mal nicht so spannend. So, also ich habe es, ich war ganz fleißig und habe an diesem Ding hier gestrickt und habe es auch neulich nochmal rausgezogen, also auch jetzt, wenn es halt mal so ein bisschen kühler plötzlich ist, so wie heute, dann merkt man das halt einfach schon wieder total und dann renne ich da auch wieder mit rum. Dann ist es super, oder kann man dann auch mal auf dem Sofa oder im Bett irgendwie noch so über die Füße ziehen. Ja, es ist kein aufregendes Projekt, aber es ist funktional, vielseitig einsetzbar und dann doch häufig in Gebrauch. Für mich ist das auch so eine Farbe, die geht irgendwie zu allem. Und deshalb, ja, bin ich sehr glücklich, dass ich die gestrickt habe. Ich habe eine 3, nee, habe ich nicht gesagt, 3 mm Nadel verwendet und 60 Maschen angeschlagen, habe ich mir aufgeschrieben. Also damit erklärt sich auch, ich habe sie von unten her gestrickt. Also die Reihen wurden länger. Naja, okay, genug zu den Stulpen. Weiter geht's, weiter geht's mit dem nächsten, mit der nächsten Sache, die ich fertig gestrickt habe. Da war ich dann nämlich wirklich auf so einem Kick irgendwie und habe gedacht, sagt man gar nicht so, in so einem, auf dem Trip, dass ich, wie sagt man es auf Deutsch? Mit einem anderen englischen Wort. Ich war dann schon so auf dem Trip, dass ich verschiedene Projekte, die ich angefangen hatte, abarbeiten wollte. Was zum einen daran liegt, und wer es jetzt auf Englisch alles schon gesehen hat, für den wiederhole ich mich kurz, aber ich sage es trotzdem mal mit einem Satz, weil es zum einen daran lag, dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß es macht, diese Sachen fertig zu kriegen und wie zufrieden ich mit diesen Projekten bin, die ich schon längst habe. Ja, also die alle schon angeschlagen sind und da liegen und was für tolle Garne da drin sind und so. Und zum anderen lag es auch einfach daran, ich sage liegt, weil ich es auch immer noch ein bisschen weit, so weitermache, dass wir hier dadurch, dass viele Räume im Haus eben noch eine Baustelle sind, einfach noch verhältnismäßig wenig Platz zur Verfügung haben und das ist prinzipiell alles okay und machbar, aber dann geht es halt nicht, dass man noch Projekte irgendwie auftürmt und dann einen riesigen Haufen an neuen angeschlagenen Sachen hat und noch den alten Kram und so und dann die ganze Wolle und der Vorrat will ja auch noch irgendwie gemanagt werden und das ist einfach zu viel. So, und da habe ich nicht nur nicht den Platz, auch nicht die Kapazität für im Kopf und so und nicht die
Bandbreite irgendwie, es ging, war mir irgendwie zu viel. Und dann habe ich gesagt, habe ich mir gesagt, dass ich da jetzt einfach fleißig weitermache und ein bisschen die Projekte, die dann halt irgendwie erstmal nicht mehr so attraktiv wirken, weil die halt da schon so lange liegen und man ja die auch aus irgendeinem Grund nicht mehr rausgeholt hat aus seinem Korb da, dass ich mich mit denen aber mal beschäftige und dann eben eine Entscheidung treffe. Entweder aufribbeln und Sache hat sich erledigt oder fertig stricken und dann kann man es halt anziehen oder verschenken oder was auch immer. Und ja, so habe ich es dann gemacht. Und dann war das nächste, nämlich mein Seaglass ja, T-Shirt, Sweater wollte ich sagen. Seaglass Tee heißt es, glaube ich. Es ist eine Anleitung von Woolen Pine. Wer die gerne finden möchte, die ist auf meiner Ravelry-Seite verlinkt. Gestrickt mit einer, jetzt lass mich nicht lügen, mit einer 3,5 mm Nadel, aber ich bin runtergegangen, ich glaube auf eine 2,5er für die Bündchen. Weiß ich nicht, steht aber auf der Seite, wer es wissen möchte. Und jetzt kann ich euch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also erstmal, also vielleicht kennt ihr das ja schon, diese Anleitung. Die ist, ja, weiß ich nicht, irgendwann während der Pandemie rausgekommen, 21 oder so, vor ein paar Jahren halt. Und das ist ein 1x1 Colorwork-Muster. Also es ist zweifarbiges Stricken. Eine Masche so, eine so, eine so, eine so. Also da gebe ich jetzt nicht zu viel Preis. Das ist, das sieht man auch. Und die Anleitung ist aber sehr cool. Also die ist wirklich toll. Man kann entweder, das sieht auch richtig toll aus, da gibt es auch ein Sample in der Anleitung, so ein grünes, das finde ich total super. Da glaube ich zumindest, vielleicht verwechsel ich es auch, aber ist egal, man kann halt jede Farbe, ne, sowohl die auf, also ich halte dann immer eine Farbe rechts, eine links. Man kann sowohl die links als auch die rechts jede Reihe wechseln. So, kann man machen. Dann hat man wirklich einen totalen sogenannten Stashbuster. Also da kann man jeden noch so kleinen Rest irgendwie noch drin verbrauchen. Man hat einen super schönen Effekt. Und wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt halt irgendwie verschiedene Grüntöne oder verschiedene Rosa- oder Blautöne, hat man auch so eine Farbfamilie, dass alles zu allem irgendwie passt und es gar nicht so busy aussieht. Ne? Also dann ist es gar nicht so grell. Man kann natürlich auch einfach alles zusammenschmeißen und dann ist es halt ein bisschen greller und ein bisschen mehr so durcheinander. Ist ja, also ist auch ein Look. Ne? Und ich habe es so gemacht, dass ich eine, also dieses Rosa hier aus dem Bündchen als Main Color genommen habe, also als meine Hauptfarbe, die ich immer in einer der beiden, was ist denn, links ist die dominante Farbe, ich glaube, ich habe sie rechts gehalten, damit man die Kontrastfarben stärker sieht. So, genau. Das war aber halt meine durchgehende Farbe, die habe ich nie gewechselt und immer nur die zweite Farbe gewechselt. Jede Runde aber. Ganz selten mal alle zwei, wenn der Farbverlauf so war, dass ich dachte, fällt nicht auf. Weil es so sehr so variiert hat vielleicht, das Garn. Aber prinzipiell ist immer eine Masche in der Hauptfarbe, eine in der Kontrastfarbe und dann habe ich so eine, also dann ergibt sich das Problem, wenn man dann die Farbe wechselt, jede Runde, hat man natürlich so eine Wulst irgendwie an einer Stelle. Und dann wird es extrem schwierig, die Fäden zu vernähen. Die geben auch in der Anleitung die Option, dass man so ein Magic Knot macht, wo man also auf eine bestimmte Weise das Garn so zusammenknotet, eng abschneidet und das hält schon. Aber ich wollte es nicht machen. Also ich hatte nicht genug Vertrauen darin, dass das wirklich hält. Also auch noch in Jahren. Und hatte auch so ein bisschen die Sorge, dass man es sehr spürt. Ne? Also ich hatte keinen Bock auf diese Knötchen dann überall. Die Kehrseite ist dann natürlich, dass ich da Ewigkeiten dran gesessen habe und diese Enden vernäht habe. Aber damit nicht alles auf demselben Streifen so verläuft, das habe ich nämlich auch bei manchen Podcastern gesehen und dachte, ja, auch nicht cool. Ne? Also wenn man, die haben dann auch gesagt, ist schwierig. Wenn alles immer an der gleichen Masche gewechselt wird, dann sieht man halt auch so eine dolle Linie und man hat auf der Rückseite das Problem, wohin mit dem ganzen Kladderadatsch. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich immer, also habe so einen Marker gesetzt für den Rundenbeginn, muss man, sonst findet man sich überhaupt nicht mehr zurecht. Und dann habe ich immer so, ich sag mal, 15 Maschen vor und danach, vielleicht waren es auch 20, keine Ahnung, halt so ein Stückchen davor und danach, war so mein
Bereich quasi für die Staffelübergabe, ja. Also in dem Bereich wurde irgendwo mal der Faden gewechselt, damit es mal da ist, mal da und mal in der Mitte und nicht immer exakt am gleichen Platz. Und ich war hinterher wirklich Gott froh, weil ich es niemals hätte vernähen können, wenn die alle so besitzt gewesen wären. Also da hätte ich gar nicht gewusst, wie das gehen soll. So. Also so habe ich es gelöst. Und zwar einmal ist es dann am Rücken mittig runter und dann läuft es. Wo ist es dann? Hier rechts. Man spürt schon, dass es hier ein bisschen dicker ist, ne? Dann rechts unterm Arm so abwärts. Aber ich will behaupten, dass man es nicht sieht. Also kann ich euch jetzt schwer zeigen oder vielleicht doch. Hier. Das ist so ne, Bereich, wo so gewechselt wurde. Ich finde, man sieht es nicht so doll. Im Rücken, keine Ahnung. Ich drehe mich mal um. Ist hier irgendwo eine Kante? Irgendwo ist da hinten eine Naht, wo man es sehen kann. Aber guckt mal hier. Hier. Da sieht man so, wo die verkürzten, ich hoffe, man konnte es jetzt sehen, wo die verkürzten Reihen beginnen. Da sieht man schon, dass es so ein bisschen hoch geht. Also die verkürzten Reihen machen ja, dass der Nacken ein bisschen höher kommt, dass man nicht permanent einen kalten Nacken hat oder dass nicht immer alles vorne so nach hinten rutscht, sondern dass hinten etwas mehr Gewebe ist, am Ende ein bisschen mehr Stoff als vorne, weil Rücken bisschen mehr Stoff hin braucht. Ich finde, das macht so ein Ups, also der Kragen ist ja eigentlich rund und hinten geht der aber so ein bisschen hoch. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, die haben halt, also sollte ich nochmal ein Sea-Glass stricken und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, ja, sage ich mal gleich, also die ist so hoch, die ist halt unfassbaren Spaß gemacht. Also wirklich, es ist unglaublich toll gewesen, es zu stricken. Diese Farben, ja, das ist einfach eine Farbtherapie gewesen. Das ist so toll. Aber da fängt es, also die fangen, glaube ich, mit sehr kurzen, verkürzten Reihen hinten an, sodass sich so ein kleiner Berg irgendwie da hochschiebt, sollte das heißen. Und wenn ich es nochmal mache, dann werde ich gleich mit einem größeren anfangen. Also nicht irgendwie. Ich weiß jetzt überhaupt nicht die Zahlen, aber nicht 5 Maschen hin und her oder 10, sondern gleich ein bisschen größer, nicht so, aber ein bisschen längeres Stück stricken und dann halt irgendwie 1, 2, 3 Rückrunden weniger haben im Nacken. Aber dafür ist es nicht so ein komischer irgendwie Zipfel, der sich dann bildet. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Ist mir am Ende egal, ich sehe es nicht und es ist auch so toll gewesen, das zu stricken, dass ich wirklich mich sehr froh macht, dass ich es anhabe jetzt und dass es fertig ist und diese ganzen Enden vernäht sind. Was natürlich eine Idee ist, ist auch, dass man halt als Kontrastfarbe irgendwas nimmt, was von selbst die Farbe wechselt. Man kann auch so ein sich selbst streifendes Garn auswählen. Kann man auch machen. Ich fand halt gerade diesen Look gut, dass es so total random aussieht und man eigentlich nicht weiß, wo jetzt gerade diese Farbe beginnt und endet und dass es auch eben nicht zwei, drei Reihen immer in der gleichen Farbe sind, dann hat man ja schon wieder so was Gestreiftes. Aber nichts gegen Ringel. Also ich finde Ringel total super. Ist ein Look, der immer geht. Hier wollte ich es halt nicht so. Oder doch, aber es sind ja die schmalsten Ringeln, die gehen. Also nicht nur eine Runde. Ja, aber war toll. Also ich kann es wahnsinnig empfehlen. Das war eine unglaubliche. Das war wirklich ein totales Glück. Also ein richtiges Glück, dieses Teil fertig zu stricken. Und wie gut, ja, dass ich schon in diesem Modus war, Projekte rausholen, weiter dran arbeiten, fertig machen, weil ich das sonst halt wieder hätte liegen lassen. Und ich hatte es ursprünglich liegen lassen, weil ich dachte, das ist wirklich zu groß. Es ist jetzt auch relativ groß, ja. Also hier bin ich und so ist das. Weiß ich nicht, wie viel Positive Ease, das ist, aber es ist halt schon ein bisschen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche Größe ich gestrickt habe. Halt nicht eine große. Weshalb es mich überrascht hat, dass es doch relativ groß geworden ist. Aber wahrscheinlich ist meine Maschenprobe irgendwie krumm gewesen. Oder, also ich finde ja oft, dass wenn man eine kleine Probe strickt, dass es sich doch wieder total anders verhält, wenn es dann ein großer Pulli wird und man wirklich viel Stoff in der Hand hat. Also jetzt musste ich schon wieder kurz aufhören. Es ist ein einziges Rumpel-Rumpumpel hier im Haus. Das tut mir leid. Aber. Ja, also wahrscheinlich lag es an der Maschenprobe, keine Ahnung, ist mir auch egal, weil es passt und die Masch, also ich finde auch nicht, dass es jetzt zu große Maschen sind oder so. Ja, also ich finde nicht, dass es komisch aussieht. Im Gegenteil finde ich es also wirklich
so ein schönes Gestrick. Also es hat auf jeder Ebene total Spaß gemacht. Die Konstruktion ist gut, aber nicht schwierig. Also ist jetzt nichts, wo man irgendwie riesige Vorkenntnisse braucht oder so, ja. Dieses rechts-links ist denkbar einfach. Also rechts-links, weil ich immer rechts den einen und links den anderen Faden gehalten habe. Nicht rechts-links mit rechten und linken Maschen, das ist Quatsch. Aber es ist ein total wirklich tolles Projekt gewesen. Es hat riesigen Spaß gemacht. Also erst dachte ich, als ich es dann wieder jetzt rausgeholt habe, was war das? Februar vielleicht, habe ich erst gedacht, oh, das dauert aber, bis ich da mal genug rein am Körper habe, um abketten zu können. Und habe dann gedacht, das war aber gut, das war meine Motivation, wirklich jeden Abend daran vorwärts zu kommen. Eben weil es ein Momentchen braucht, bis man so einen Zentimeter gestrickt hat. Also waren mal 3 oder 4 Runden und das ist dann schon, das dauert schon so einen Moment. Und dann war es aber das Tolle, dass es halt nicht zu schnell ging. Also, dass es nicht einfach so zack, fertig war, sondern immer noch ein bisschen gehalten hat. Und letztlich, wenn ich es jetzt nach dem Waschen, würde ich es auch wieder ein bisschen kürzer machen vielleicht. Aber das war jetzt sowieso mein Probestück. Denn, also es wird sicherlich noch mehr davon in meinem Leben geben. Das ist total klar. Beim Stricken habe ich schon die ganze Zeit überlegt, oh, was könnte ich denn als nächstes? Sollte ich vielleicht mal so eine dunkelblaue Hauptfarbe haben und dann verschiedene Reste irgendwie zusammenkramen und da reinmachen oder so. Das wird noch ein Momentchen dauern. Außerdem habe ich auch gerade genug Resteprojekte laufen, sodass ich gar nicht mehr so viele Reste übrig habe dann. Aber, also da kommen wir noch dazu. Aber es wird es auf jeden Fall wieder geben. Und es ist, also dieses Projekt, Reste auch, aber dieses Projekt auf den Nadeln, das ist wirklich toll. Das ist eine große Empfehlung. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder da nochmal ein bisschen gucken wollt, habe ich auch eine Folge. Ich kann die ja hier irgendwo auch verlinken. Ich glaube, die heißt auch Big Romance oder so, weil es wirklich irgendwie eine große Liebesgeschichte war. So plötzlich. Ich habe das gar nicht kommen sehen und dann habe ich da dran gesessen, dran gearbeitet und war jeden Tag so vertiefter und vertiefter und habe wirklich, wirklich die Stunden gezählt, bis ich mich abends aufs Sofa setzen kann, wenn alle Kinder schlafen, endlich irgendwann, und ich dann da noch irgendwie 1, 2 Stunden dran stricken konnte. Das war das Tolle, oder eine halbe. Es war das Tollste. Und ich habe mich riesig auf die Abende gefreut, an denen mein Mann die Kinder ins Bett gebracht hat, damit ich, weil das hieß, bisschen mehr Zeit abends zum Stricken. Und also, es war wirklich super toll. So, jetzt rede ich nicht weiter davon, weil ich jetzt nur von dem einen Projekt rede, aber also es ist eine heiße Empfehlung und war ein totaler, wie man sagt, so Process Knit, also das Stricken selbst war das Tolle und umso mehr Spaß macht es mir auch, das jetzt zu tragen. Und wie ich, genau, das wollte ich noch sagen, es ist halt auch ein Test, ein bisschen, wie finde ich die kurzen Ärmel und wie lang hätte ich es gerne und ist die Größe richtig, weil ich über die Größe ja so ein bisschen gestolpert bin, erst dachte ich, es ist zu groß, dann dachte ich, nee, ist genau richtig. Jetzt denke ich mir, fürs nächste Mal könnte ich auch eine Nummer kleiner machen. Dann geht es ein bisschen schneller. Aber zu schnell soll es ja auch nicht gehen, wie ich gemerkt habe. Bisschen kürzer würde ich es auf jeden Fall machen. So 2, 3 Zentimeter kann man jetzt schwer sehen, weil ich jetzt hier am Kamin nicht aufstehe, aber oder nicht so gut aufstehen kann, um es euch zu zeigen. Und dann habe ich ewig überlegt, lange Ärmel, kurze Ärmel, lange Ärmel, kurze Ärmel, weil das geheißen hätte, ich muss nochmal die Hauptfarbe nachbestellen, die ich noch gar nicht gesagt habe, was das war. A Homespun House Nurture. Nurture ist der Colorway, ja. Nurture ist die Farbe. Und ich habe ihre Soft Sock Base gekauft und hatte 1,5 Stränge und die sind fast aufgebraucht. Also ich hatte 150 Gramm gekauft, man kann auch bei ihr 50 Gramm Stränge kaufen. Und die 50 hatte ich schon und dann habe ich nochmal 100 nachgekauft, weil es bei dem ja völlig egal ist, ob es einen minimalen Unterschied gibt. Habe ich gedacht, das sieht man nicht und man sieht es auch nicht. Ja, und das hat genau gereicht. Also es waren noch ein paar Gramm übrig, die habe ich jetzt in meine Decke gestrickt. Zeige ich euch gleich. Und genau, die 150 Gramm waren es jetzt ziemlich genau. Jetzt weiß ich halt nicht genau, was ich für eine Größe gestrickt habe, aber ich glaube irgendwie Größe 3 oder so. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen komisch, dass es so groß ausgefallen ist bei mir. Aber
Deshalb hätte ich halt für die Ärmel, naja, also auf jeden Fall nachkaufen müssen. Und entweder nochmal 50 Gramm oder aber eigentlich 100. Und habe aber überlegt, ich wollte dann halt auch nicht drauf warten, hatte keinen Bock auf die Wartezeit, auf das Garn. Und da dachte ich, ja, aber möchte ich überhaupt einen Pullover draus machen? Also ich sag's euch, hier sind 1000 Unterbrechungen heute. Ich weiß schon wieder nicht, was ich eben gesagt habe. Auf jeden Fall war das hier so ein, ich glaube, ich habe gesagt, dass das hier so ein quasi das Probestück war, um zu gucken, ob ich dieses Design mit langen Ärmeln gut finde. Eigentlich finde ich eben immer, wenn gestrickt, auch wirklich mit Wolle und nicht irgendwie mit Leinen oder so, dann lange Ärmel, weil ich nicht so richtig weiß, was man mit Wolle und kurzen Ärmeln anfängt. Aber an so Tagen wie heute, wo es dann doch gar nicht mehr so warm ist wie gestern noch, ist es vielleicht dann doch das Richtige. Deshalb habe ich gesagt, ich lasse die jetzt mal so, wie sie sind, warte ab, trage es einfach mal Probe, und guck dann mal, wie ich es so finde, ob ich es gut finde mit kurzen Ärmeln oder nicht. Und entweder ribbel ich zurück und mache noch was ran, oder sollte ich es dann nochmal stricken, mache ich es halt dann länger. Oder aber auch nicht, vielleicht ist es ja genau richtig so, ist ja auch als T-Shirt designt, vielleicht ist es ja genau das Richtige. Naja, werden wir sehen. Das nächste ist mein Alpaka-Tuch. Ich zeige es euch gleich und sage euch erstmal schnell, was ich mir aufgeschrieben habe. Es ist eine 3,75er Nadel. Und ach so, ja, da kann ich gar nicht mehr da großartig dazu sagen, weil es so ein bisschen gefreestylt war. Das ist also aus verschiedener Alpaka-Wolle. Ich zeige es euch mal und dann erkläre ich, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist groß, also ich strecke mich. Hier geht's los. Ein Zipfel und hier hört das Ganze auf. Also, das ist mein Alpaka-Tuch. Das ist so ein Reste-Ding gewesen. Da wollte ich unbedingt meinen Stash ein bisschen reduzieren, weil ich nämlich dieses helle Alpaka-Garn schon wirklich ewig lang habe. Das habe ich mal gekauft, als mein ältester Sohn, der jetzt ja im Sommer 9 wird, noch ein Baby war, also wirklich noch kein Jahr alt. Und ich habe aus Versehen eine zu große Menge gekauft. Wollte es dann aber auch nicht mehr zurückschicken, weil ich es halt schön fand. Und habe da auch was für ihn draus gestrickt. Und dann hatte ich aber einfach noch so viel übrig. Habe es nie für irgendwas verwendet, weil Alpaka ja auch manchmal so ein bisschen speziell ist. Und so. Und ja, so kam es halt, dass es noch rumgelegen hat. Und dann habe ich letztes Jahr, als wir noch in Berlin gewohnt, also noch deutlich in Berlin gewohnt haben, habe ich da schon mal ein anderes Tuch draus gestrickt. Genauso konstruiert wie das hier, ohne Anleitung, sondern ist nur insgesamt kleiner gewesen, aber hier an dem Zipfel angeschlagen, drei Maschen zurückgestrickt und dann immer an dieser Kante eine zugenommen in jeder Hinrunde und auf der anderen Seite aber nicht. Und ich mag immer ganz gerne diesen, ja, wie heißt denn das, diesen Knötchenrand von Garter, also von, was ist das, Kraus rechts. Finde ich ganz schön. Ich habe allerdings bei meinem anderen Tuch, bei dem ersten davon, was ich gestrickt habe, hatte ich so ein I-Cord mit eingearbeitet, aber das hat sich herausgestellt, dass es einfach zu fest war. Also das war zu wenig dehnbar hier oben. Das war auch so eine ganze Saga irgendwie. Könnt ihr auch alles nochmal nachgucken, wenn ihr das sehen wollt. Auf jeden Fall habe ich das deshalb hier auch weggelassen. So, das hat mir schon gereicht, dass ich dann immer, hier sieht man es so am Rand ein bisschen, dass ich immer den Faden dann zwei Reihen mitgeschleppt habe. Ne, ich habe da natürlich nicht jedes Mal abgeschnitten, sondern den so mitgeführt. Es geht auch, es fällt auch überhaupt nicht auf, aber das, also noch weniger Elastizität wollte ich dem Ganzen dann nicht geben. So, und ich habe dieses, ich sage immer weiß dazu, also dieses so ein bisschen cremefarbene Alpaka-Garn, das ist das, was ich noch hatte. Da habe ich irgendwie, ja, ich glaube so 300 Gramm oder so hier reingesteckt. Das ist K-Stärke. Und dann habe ich dieses Grüne. Wo kann man denn mal ein bisschen mehr sehen? Hier. Das ist von Sandnes. Da habe ich zwei Knäule gekauft. Ich halte es euch mal hier so ein bisschen hin. Und das ist aber eigentlich dünner als Sockenwollstärke, was mir beim Kaufen nicht so richtig klar war. Ich fand halt dieses Grün total toll, weil das so dunkel ist und so ein bisschen blaues Grün ist, ne? Und dann habe ich da eben diese zwei Knäule gekauft. Das ist aber eigentlich so ein bisschen Lace-Weight-Stärke, also wirklich noch ein bisschen dünner als Fingering-Weight. Ich habe die dann eben, also dünner als Sockenwollstärke, ich habe die dann doppelt, habe das doppelt gehalten und dadurch ergibt sich so eine ganz schöne
Textur, finde ich, dass man, wenn ich es jetzt mal so halte, seht ihr es vielleicht, dass Moment, ich rede gleich, wenn ich zu sehen bin. Vielleicht seht ihr das, ich hoffe, man konnte es jetzt sehen, dass es immer da, wo das weiß ist, so ein kleines bisschen rauskommt und bei dem Grünen wieder etwas reingeht. Nicht ganz so extrem jetzt, aber vielleicht sieht man es bei dem 1x1 hier besser. Oder 2x2, nein, eigentlich 2x2 rein immer. Vielleicht seht ihr es hier so ein bisschen besser, ne? Dass es immer so reingeht. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich habe auf jeden Fall es dann so gemacht. Also, immer eine Hin- und Rückreihe in Weiß, dann eine Hin- und Rückreihe im Grün, jeweils mit einer Zunahme. Dann hatte ich irgendwann schon so viel und habe mir gedacht, jetzt mache ich mal zwei Hinreihen, zwei Rückreihen in einer Farbe und erst dann gewechselt. Geht auch mit dem Faden hier oben. Ist total in Ordnung. Und dann habe ich halt hier noch so ein kleines Lochmuster gemacht, was denkbar einfach ist. Bei meinem anderen Tuch war das dann aber irgendwie so lang. Das fand ich schöner. Hier sind dann aus zwei Knäueln ist nur noch so viel rumgekommen, weil halt das so eine lange Strecke hier ist. Und das halt einfach nicht für mehr gereicht hat. Und dann hatte ich auch tatsächlich nichts mehr von dieser Wolle. Und das ist gar nicht schlimm. Es sollte ja auch aufgebraucht werden. Es ist auch wirklich ein großes Tuch geworden. Aber ja, ich hätte es ein bisschen cooleren Look gefunden, wenn das so etwas weiter reingegangen wäre. Hätte ich mir aber auch denken können, dass es nicht mehr reicht. Das war so ein bisschen mein Planungsfehler. Ich wollte möglichst viel von dem Grün aufbrauchen. Und darüber habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren, dass ich auch noch genug von der weißen Wolle zurückbehalten muss. Naja, ist am Ende auch vollkommen egal, weil es so ein Resteprojekt war, was auch wirklich Spaß gemacht hat zu machen. War auch so ein Ding, was ich dann aus meinem Korb mit meinen verschiedenen Projekten irgendwie rausgezogen habe, als das hier fertig war. Weil ich dachte so, das ist jetzt das Nächste, was dran ist. Das hat ein bisschen gedauert, weil ich dann nämlich sehr krank war. Da habe ich die Ringelröteln bekommen, was übrigens der absolute Horror ist. Also das war, fand ich wirklich so schrecklich. Und da hatte ich fürchterliche Schmerzen auch an den Händen. Und als das wieder gerade mal so irgendwie ging, habe ich, um mich abzulenken, angefangen, da dran zu stricken im absoluten Schneckentempo. Und auch immer nur mal so für eine halbe Stunde oder so. Aber das hat mich da so ein bisschen begleitet aus dieser Krankheit irgendwie raus. Das war wirklich grässlich. Das war ja im Februar. Ja, aber dann ist ja das Seaglass ist ja schon Anfang Februar dann fertig geworden oder Ende Januar. Ist ja verrückt. Ja, muss so sein oder vielleicht war es auch anders. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das die Reihenfolge war. So habe ich es nachgeguckt. Egal. Das ist auf jeden Fall dieses Tuch. Also hier 1x1 Garter Ridges, dann 2x2. Und hier ist es, wenn ich so ein bisschen ziehe, kann man es ganz gut sehen vielleicht, habe ich immer zwei so eine Garter Ridges gemacht, also vier Reihen, hin, rück. Dann diese Lace-Reihe. Dieses Lochmuster, die ja ungefähr so hoch ist wie die auf jeden Fall höher ist als eine Hin- und Rückreihe kraus-rechts, aber nicht ganz so wie doppelt so hoch. Naja, eigentlich, also mein Ziel war, dass ich habe es ja von 1 auf 2 den Abstand verdoppelt, die Streifen doppelt so groß gemacht, so breit und hier wollte ich es eigentlich wieder machen. Das immer ein, so ein Repeat mit dem Lochmuster und den vier Hin- und Rückreihen ungefähr so breit ist, wie die zwei Reihen, da, die zwei Farben davor. Und es klappt nicht so ganz, aber doch fast. Na doch, passt eigentlich schon. Naja, auf jeden Fall ist das Tuch. Und es ist unglaublich weich. Ich glaube nicht, dass ich jemals schon mal sowas Weiches in der Hand hatte. In der Hand hatte schon, aber gestrickt habe. Also es ist ganz toll. Es ist total, wirklich tolle Wolle. Und zwar diese helle, wo ich immer weiß zu sein, ist Fair Alpaca. Ich glaube, das ist wirklich aus Deutschland gewesen und das war halt so ein Ökosiegel. Und
Ich bin auch über irgendeine Öko-Seite raufgekommen, weiß ich nicht mehr, weil es schon so lange her ist, aber das ist auch natürlich nicht gefärbt und nix, ne? Super toll. Und also wirklich ganz, 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 ganz weich und wunderschön. Einfach wunderschön. Ich habe da auch meine Babymütze draus gemacht. Das ist auch einfach ein Traum. Und auch wirklich in Form geblieben. Und dieses Grün ist Sandnes Alpaka Völgetrot oder so heißt es. Und die Farbe, habe ich mir aufgeschrieben, Moment, ist Dip Petrol 7281. Das ist die Farbe. Genau, steht bestimmt auch auf meiner Seite, aber ich habe es mir eben auch hier aufgeschrieben. So, jetzt packe ich das mal weg und dann habe ich nochmal Ringelsocken im Angebot. Die sind aber jetzt wirklich ziemlich, also vor kürzerer Zeit erst fertig geworden, vor ein paar Wochen, glaube ich. Ja, doch, vor ein paar Wochen kommt schon hin. Ich packe mal eben zusammen und dann könnt ihr das euch angucken. So. Also, hier habe ich nochmal Ringelsocken mit ein bisschen kürzerem Bein. Für mich diesmal sind die, nee, nicht die ersten. Die Weihnachtssocken sind ja auch meine. Aber zweimal Kinder und zweimal für mich. Das ist auch ganz gut. Bin ich ja ganz gut bei weggekommen. Also, hier habe ich meine letzten Ringelsocken. Da habe ich auch wieder alle möglichen Reste zusammengekratzt. Und auch diesen Rest rausgesucht. Das ist so ein Tweed. Sockengarn von, ja, auch wieder so lang oder so. Ich glaube, von lang ist das. Weiß aber nicht mehr die Farbe. Und ich glaube auch nicht, dass es auf der Seite, auf meiner Ravelry-Seite steht. Aber es gab halt mal irgendwie, hier, zeige ich mal so ein Tweed, so eine Tweed-Sockenwolle gibt es von denen halt irgendwie auch. Und das habe ich eben wieder als Hauptfarbe genommen. Dachte zwischenzeitlich, hier. An dem anderen rosa Streifen kann man sehen, mir sei die Hauptfarbe ausgegangen. Habe dann aber wiederum noch eine alte Socke gefunden, die damit gestrickt wurde, wo ich aber nie die zweite zugestrickt habe, weshalb ich die dann wieder aufgeribbelt habe und das dann wieder da rein verwurstet. Also am Ende hat es gereicht und ich hatte noch was übrig. Also bei der Socke, ich habe die wieder so gestrickt wie die anderen, immer so ein bisschen gleichzeitig. Da hatte ich dann doch wieder genug für die Spitze. Aber diese eine andere Farbe, hier kann man es vielleicht sehen, habe ich drin gelassen, weil ich es wie auch ganz lustig finde. Nicht mehr, also bei so scrappy Socken, da ribbel ich auch nicht. Ja? Das habe ich dann gedacht, es bleibt jetzt so, wie es ist. Und ja, da habe ich es wieder so gemacht, dass ich immer das gleiche Garn für den gleichen Streifen verwendet habe. Ich glaube, man sieht es eigentlich auch ganz gut, wenn ich es denn auch nebeneinander halten kann, aber irgendwie wird das gerade nicht so recht. So, man kann es ganz gut sehen, ne? Und dann sind sie halt irgendwie so, dass sie zusammenpassen, aber sind trotzdem nicht identisch. 2,25er Nadel, ich habe 60 Maschen angeschlagen, mit diesem German Twisted Cast-On, wieder mit den Maschen doppelt, mit den Nadeln doppelt, Entschuldigung. Dann 2x2 Bündchen, ich weiß nicht, 14 Runden oder irgendwie sowas. Halt immer so wenig wie geht, aber so viel wie nötig, dass es halt nicht so super kurz ist. Und die habe ich aber jetzt wirklich glatt rechts runter gestrickt. Also da widerspreche ich mir selber. Aber weiß ich auch nicht. Da habe ich irgendwie einfach so angefangen und habe dann auch so weitergemacht. Keine Ahnung warum. Vielleicht hatte ich es vergessen, dass ich es anders machen wollte. Oder vielleicht wollte ich es ja auch gerade so. Auf jeden Fall habe ich die so gemacht. Das Bündchen, das Bein eben extra, wollte ich sowieso, aber auch extra ein bisschen kurz, damit die Wolle reicht. Naja, also die Hauptfarbe. Und dann habe ich immer drei Reihen in der Hauptfarbe und vier in der Kontrastfarbe gemacht. Weil ich finde, dass die Kontrastfarbe dann etwas mehr rauskommt. Ne? Sonst ist die Hauptfarbe doch immer so ein bisschen, wenn man die Reihenanzahl gleich macht, die Rundenanzahl, ist sie doch so ein bisschen übermächtig, finde ich manchmal. Bei mir zumindest. Naja, und das ist hier irgendeine. Es gibt von Lana Grossa, so eine Hand-Dyed-Serie, die ist dann irgendwie in Peru von irgendwem handgefärbt, glaube ich. Ich weiß nicht viel über dieses Garn, außer dass es halt am Ende auch einfach nur ein ganz, so ein ziemlich robustes Sockengarn ist, was dann aber irgendwie so ein bisschen mehr so einen Indie-Charakter irgendwie haben soll. Weiß ich nicht, wie ich das finde. Aber es waren halt schöne Farbverläufe dabei und ich habe mal zwei mitgenommen. Einer ist in so Neonfarben, ziehe ich immer noch total gerne an diesen Socken.
Und einer ist eben der hier gewesen. Und das sieht jetzt nicht so spektakulär aus, dieses Grau. Und man sieht es auch, wo war das denn gerade? Hier war es irgendwo ganz gelb dann. Hier. Man sieht es auch im Bein, habe ich ja auch noch so einen Ringel davon. Ich hoffe, man kann es sehen. Der ist dann auch ganz gelb und orange und so. Es sieht nicht so spektakulär aus, macht aber riesigen Spaß zu stricken, dieser Farbverlauf. Total. Und ist am Ende doch ziemlich, kommt so ein bisschen bescheiden irgendwie oder unauffällig daher. Ist aber total toll zu stricken. Und ich habe meine Ferse so gemacht wie immer, also Fersenwand und ein Käppchen, aber ich mache das Käppchen nicht mehr so, wie ich es von meiner Oma gelernt habe, sondern, also das kann ich schon auch noch, aber ich mache es jetzt immer, weil ich die Form dann doch ein bisschen cooler finde. Eine rechts abheben, nee, Moment mal, doch, eine rechts abheben, eine rechts stricken und auf der Rückseite der Fersenwand alle links. Und hier unten mache ich dann, dass so eine dreieckige Ferse irgendwie entsteht. Sieht man das? Ich hoffe schon. Und das Fersenkäppchen, was ich bei meiner Oma gelernt habe, hat dann so eine gerade Kante gehabt. Naja. Und das sind eben meine Ringelsocken. Mehr kann ich da vielleicht gar nicht zu sagen. Ich hatte sie auch noch nicht an. Oder doch? Nee, hatte ich noch nicht an. Ich war auch noch nicht sicher, ob ich sie behalte oder verschenke. Ich bin es auch immer nicht so, noch nicht so ganz. Ich denke mal, ich will sie behalten und dann gucke ich aber, dann packe ich sie weg und sehe das halt auch schon. Das ist so mein Ringelsocken-Restesocken-Style, dass ich halt auch schon viele solche habe. Und dann denke ich, kann ich sie vielleicht doch verschenken. Ich gucke mal. Mein letztes fertiges Stück, was ich euch zeigen kann, ist hier ein kleiner Sophie Scarf. Diese Anleitung ist euch vielleicht schon begegnet, des Öfteren. In groß und in klein. Ne? Man kann so einen großen Schal daraus machen. Also, ja, doch, es ist wirklich ein Schal, so sehr. Nicht so ein, es wird nicht ein richtiges Dreieckstuch, sondern mehr so ein langer Schal, der halt so zipfelig irgendwie wird an den Enden. Also, halt so dann wird. Das liegt daran, dass man halt mit größeren Abständen zunimmt. Ich habe die Abstände zu groß gemacht, aus Versehen, weil ich nicht zählen konnte am Anfang. Und dann sieht man, dass hier irgendwann der Bogen so ein bisschen steiler wird. Vielleicht seht ihr das, ne? Also so ungefähr ab hier, würde ich sagen, geht es ein bisschen steiler nach unten, die Zunahme. Da habe ich den Fehler dann bemerkt. Und weil ich doch noch ein bisschen Material hier in der Mitte haben wollte, habe ich dann ein bisschen schneller zugenommen und dann eben an der gleichen Stelle auf dem Rückweg auch wieder langsamer abgenommen, sodass es eben deckungsgleich ist. Und das sollte nämlich einfach nur ein Kopftuch für den Garten werden, dass ich so obendrauf mache, mir im Nacken so knote und dann ist es ja so ein Look, der im Garten schon also wirklich in Ordnung ist. Nichts, was jetzt ein besonders hervorzuhebender Style ist, aber ich wollte halt keine so eine, so, nicht so ein Dreieckstuch, also so ein Bandana haben, was man dann ummacht. Und das flappt so nach hinten und an der Seite hat man eben noch diesen übrig gebliebenen Stoff, weil so ein richtiges Dreieck halt irgendwo hin will. Und das finde ich immer so ein bisschen nervig. Das wollte ich nicht haben. Und es ist total okay. Also, wenn ihr das schick findet, ist es super. Aber mich hat es bei mir halt immer gestört, ne? Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre das ja doch irgendwie hier das Richtige. Und ich bin damit auch ganz zufrieden. Ich habe es gestern im Garten getragen, als es super sonnig war. Und da war es schon gut, weil also ich extrem aufpassen muss, dass ich nicht Sonnenbrand kriege oder auch einfach Kopfschmerzen. Also die kriege ich so schnell, kann es gar nicht gucken, sobald die Sonne rauskommt, auch schon im April. Ja, das ist einfach, musste ich einfach mir jetzt was einfallen lassen, weil ich nämlich meinen Sonnenhut nicht gefunden habe. Über einen längeren Zeitraum. Das war schon ein Problem. Und dann habe ich mir das. Also ich wollte ihn schon neu kaufen. Dann habe ich ihn aber doch noch gefunden, aber da hatte ich das dann schon fertig. Ich werde auch noch so eins machen. Ich habe gesehen, dass ich nämlich noch so ein ganz tolles leuchtendes Grün habe. Warum habe ich das jetzt schon weggelegt? Dann habe ich einfach zwei. Eins davon werde ich garantiert sowieso an meine Tochter abtreten müssen, wenn sie das dann auch immer ummachen will. Deshalb ist es immer gut, man hat noch eins über. Und diese Farbe fand ich einfach total verschärft. Also wirklich wunderschön. Royal Blau heißt es oder Royal Blue und es könnte natürlich nicht passender sein. Also die Farbe ist einfach mega. Die fand ich so toll. Das Garn ist Lino Muka von meinem ehemaligen Wollladen, nicht ganz um die Ecke, aber fast in Berlin, Wollen Berlin.
Da, also Ruta, der der Laden gehört, lässt das produzieren in, jetzt weiß ich nicht, Lettland oder Litauen, aber ich glaube in Litauen. Und das wird extra für sie hergestellt. Es ist 100% Leinen und eben in allen möglichen Farben gefärbt, aber in diesem wunderschönen Blau. Und ich habe schon mal früher damit gestrickt und fand es so mittel, muss ich echt sagen. Weil 100% Leinen natürlich auch sehr, also reißfest ist, aber halt auch so ein bisschen unflexibel. So. Und das ist nicht unbedingt der größte Spaß für mich beim Stricken, weshalb ich mit Baumwolle schon wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, aber wirklich überhaupt nichts mehr zu tun haben will. Weil ich Baumwolle stricken wirklich einen absoluten Horror finde, außer auf einem ganz bestimmten Paar Nadeln, was ich besitze, um so eine Spüllappen zu stricken. Das ist super. Aber alles andere kann ich absolut nicht mehr machen. Häkeln mit Baumwolle kein Problem, aber stricken Katastrophe. Also habe ich aus meinem Repertoire ersatzlos gestrichen, weil ich einfach selten so frustriert war und auch so genervt von Sachen. Aber hier fand ich es jetzt, als ich das jetzt doch nochmal bestellt habe, nachdem ich früher nicht so super ein Fan irgendwie von diesem 100% Leinen-Ding war, muss ich sagen, es war überhaupt nicht, also klar, es ist nicht flexibel, ne, weil nicht, deshalb ist es nicht dehnbar, es ist nicht wie Wolle. Aber es war nicht hart an den Händen. Es ist auch überhaupt nicht kratzig. Es ist total angenehm zu tragen und ein schönes, weiches, flexibles Gestrick. Also es ist nicht irgendwie komisch oder blöd. Gar nicht. Das ist eine Empfehlung. Ja, fand ich total super. Deshalb habe ich auch noch meinen einen Strang rausgeholt. Den habe ich aber, glaube ich, von meiner Schwiegermutter mal bekommen, weil sie den übrig hatte oder so. Aber es ist eine richtig tolle Farbe und das ist also auch so ein Smaragdgrün, würde ich jetzt sagen. Da mache ich mir das zweite draus. Das seht ihr dann in einem Quartal. Und das habe ich gestrickt auf Dreiernadeln. Ja. Das habe ich mit Dreiernadeln gestrickt und habe ungefähr 40 Gramm gebraucht, knapp. Also 50 Gramm ist ein Strang, kostet 6 Euro Knispel. Also, jo, können wir machen. So. Und damit haben wir es geschafft. Das sind all meine fertiggestellten Sachen aus dem ersten Quartal plus April. Weil ich ein bisschen hänge. So, jetzt zeige ich euch noch, also ich versuche mich jetzt kurz zu fassen, weil das sonst so endlos wird. Ich zeige euch noch, woran ich noch ganz viel gestrickt habe, nämlich von Mitte März an ungefähr. Nicht ausschließlich, aber halt schon auch mit ein bisschen Fokus. Nämlich an meiner Decke. Meinem Jelly Roll Blanket. Ich halte es immer hoch, weil sie relativ groß ist schon. Und dann erkläre ich kurz. Also, Achtung. Tada! Jetzt habe ich mich fast verknotet. Ist ein bisschen schwer, so ein großes Teil zu zeigen, aber so. Das habe ich ja jetzt quer gezeigt. Eigentlich ist es so rum, ne, dass man immer einen so einen Streifen strickt und wenn man fertig ist, dann kann man den nächsten daran stricken. Das ist so ein Patchwork-Strick, dass man dann immer so einen Maschen aufnimmt und da durchzieht und bla und dann ist es dran. Es hört sich jetzt komisch an, aber es ist ganz einfach. Und das ist ein großes Resteprojekt. Ich habe so ein bisschen grob, wie man sieht vielleicht, grob nach Farben sortiert. So blau, grün, grau, rosa. Alles, was in gar keine Kategorie wollte. Irgendwie so ein bisschen grellere Farben. Grün, orange. Dann, so, und da war ich. Das waren meine sechs. Und dann hat es relativ lange, also auf jeden Fall über unseren Umzug, also wir sind Ende Oktober hergezogen. Und das hatte schon vorher eine Weile gelegen. So, und jetzt dachte ich es mal wieder an der Zeit. Hatten sich auch schon wieder viele Reste irgendwie gesammelt. So. Da nochmal ein bisschen dran zu arbeiten und ich hatte halt irgendwie nicht so das Bedürfnis, jetzt was Neues unbedingt anzuschlagen, sondern ich wollte schon weitermachen mit diesem Rhythmus, ältere Sachen rauszuholen und fertigzustellen. Oder bei einer Decke muss man auch keinen Preis gewinnen, aber irgendwie vorwärts zu kommen, nennenswert. Ne? Und dann habe ich also wieder meine Reste sortiert und habe hier so ein, es ist unmöglich zu zeigen, also habe so einen grauen Streifen hier reingestrickt. Ja, sorry, also so könnt ihr gar nichts sehen. Also auf jeden Fall diesen grauen Streifen dann hier reingemacht. Dann den grünen. Das war nämlich erst mein Gedanke, aber da habe ich auch schon wieder falsch gerechnet, dass ich einen pro Monat
einen Streifen stricke und dann bin ich bis Weihnachten auch mit dem Eichhorn irgendwie fertig. Bin ich auch, aber halt eigentlich schon früher, weil ich zu den 6 nochmal 6, also 6 Streifen hatte ich schon und nochmal 6 wollte ich ranstricken. Die ist ja nicht endlos lang, die Decke, das wollte ich auch nicht endlos breit machen. Und ich denke, mit 12 Streifen bin ich eigentlich ganz, also es ist eine Größe, mit der ich, denke ich, was anfangen kann. So. Also habe ich den gemacht, aber dann im März sofort hinterher den Aprilstreifen und da habe ich aber irgendwie einfach weitergemacht, weil es halt Spaß gemacht hat und weil ich dachte, ach, dann komme ich jetzt vorwärts und es hat mich nichts anderes in den Fingern gejuckt, sodass ich es hätte unbedingt machen müssen. Dann habe ich den rosanen Streifen noch hinterher geschickt und diesen gelben, der mir unerwartet viel Spaß gemacht hat. Besonders dieses Gelb hier finde ich total schön. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass ich an diesem gelben Streifen so einen Spaß habe, weil ich eigentlich, also Gelb ist nicht meine Farbe, stricke ich sonst nicht mit. Ja, und so hatten sich aber ein paar Farben aus irgendwelchen Swaps und Adventskalendern angesammelt und dann kann man die mal verstricken und das war wirklich toll. Also hat so Spaß gemacht. Und ich muss sagen, diese drei hier oben, ne, also dieses so ein bisschen grün-gräuliche, was ein bisschen lila auch mit drin hat und die beiden zusammen finde ich nebeneinander super schön. Ja, naja, so ist also dieses Farben irgendwie zu so changieren, zusammenzustellen, zusammen zu würfeln oder eben auch sehr sorgfältig zusammenzustellen, ist eine der größten Freuden für mich beim Stricken. Also dieses alles, was mit Farben zu tun hat und mit dem Farbenarrangement, egal wie es jetzt ist, von Projekt zu Projekt, ja sehr unterschiedlich, aber also das macht einfach so einen Spaß und es gibt mir wirklich Leben, ja. Also es macht mich wirklich so froh. Und deshalb habe ich hier halt dann doch so lange dran weitergearbeitet, bis diese 4 Streifen fertig geworden sind, der und der gelbe. Und jetzt habe ich es aber mal so vorsorglich oder fürs Erste auf die Seite gepackt. Weil es jetzt doch sehr viel vom Gleichen war und jetzt hätte ich gern mal wieder so ein bisschen was anderes. Aber ich werde auch bald da den nächsten Streifen schon mal anfangen, dass ich da so, wie mein Opa gesagt hat, mit und mit so dran arbeite, also so Stück für Stück irgendwie da dran sitzen kann und immer mal zwischendurch so einen Tag mal da dran arbeite. Genau. 2,5 Nadel, Sockenwollstärke, alle möglichen Reste und ja, und bald ist die Decke fertig. Freue ich mich schon drauf. Also dieses Jahr möchte ich sie auf jeden Fall, wenn es kalt wird, auf dem Sofa liegen haben und ich denke, es ist absolut machbar. Am Ende soll ein I-Cord außen drum rum und in meinem zuletzt veröffentlichten englischen Podcast hat eine Zuschauerin kommentiert, weil ich gefragt habe, was soll ich denn davon, was würdet ihr sagen, was für ein I-Cord soll ich da rummachen? Ich möchte irgendwie, will man bei sowas Buntem vielleicht grau oder so? Weil es ja fast bei dem Bunten dann auch schon wieder wirklich eine Farbe ist. Aber irgendwie denke ich, bei so einem Bunten ist es eigentlich auch cooler, wenn man eine richtige Farbe so außen ran macht. Und sie sagte, ich soll doch auch so ein Scrappy-I-Cord machen. Also einfach aus Resten. Und das finde ich eine richtig gute Idee. Also das ist das, was mir im Moment durch den Kopf geht. Ja, schreibt gerne eure Meinung dazu, falls ihr eine habt. Aber da überlege ich, und das finde ich, im Moment ist das mein Plan, was damit geschehen soll. So, wandert von hier nach hier. Und dann gehe ich mal gleich weiter zu der anderen Decke, die ich jetzt gerade stricke. Aber da sehe ich, es ist natürlich so, wie es immer ist, dass ich noch in der Reihe bin. Das mache ich mal eben schnell fertig und dann zeige ich euch das. Da kann ich aber schon mal vorwegnehmen, dass ich jetzt auf größere Nadeln umgestiegen bin. Nämlich von 2,5 auf 3,5. Und das hatte ich schon eine ganze Weile vor, weil ich auch eine Cozy Memories Decke gestrickt habe, auch mit 2,5 Nadeln. Die ist auch relativ groß, es gibt viel größere, aber ich fand sie groß. Und das dauert schon so seine liebe Zeit. Also, und auch hier die Decke, das ist, da sitzt man dann irgendwie 2 Stunden dran und klar hat auch einen Fortschritt gemacht, aber doch irgendwie nicht so viel. Dafür, dass es immer nur 30 Maschen von rechts nach links und rechts nach links irgendwie ging. Und ich habe mir gedacht, also ich möchte unbedingt noch eine neue Decke anschlagen, auch jetzt schon, obwohl die noch gar nicht fertig ist. Die hat mich wirklich total jetzt unter den Fingern gejuckt, aber ich wollte gerne so
Also erstmal auch ein bisschen leichteres Gestrick, was am Ende mehr rauskommt. Und auch einfach, dass es ein kleines bisschen größere Nadeln sind, weil zwei Decken mit einer zweieinhalber Nadel fand ich dann irgendwie auch genug. Also ich wollte jetzt mal, an so einer Decke sitzt man ja auch ein Momentchen, wollte ich mir irgendwie was Gutes tun und eine dreieinhalber nehmen, hatte eine frei und habe die dann auch rausgeholt. Und das ist der Habitation Throw von Helen Stewart. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, hier und da. Und jetzt bin ich auch am Ende der Reihe und dann kann ich es euch mal zeigen. Allerdings ist es schon ein bisschen eng auf der Nadel hier geworden, was ich zum Stricken total super finde. Also ich brauche ein enges Band, ein enges ein enges Seil, damit alles schön beieinander ist. Zum Stricken finde ich es total gut, zum Zeigen ist natürlich so ein Mittel. Aber es geht noch. Das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich halte es mal hoch. Achtung, hier. Also, der, wie mache ich denn, dass ihr mich auch noch sehen könnt? Der Habitation Throw von Helen Stewart. In ja, allem, was ich so übrig hatte. Da habe ich so Farben reingemacht, wie dieses Grün und das, was so ein bisschen bräunlich hier ist. Und das da drunter. Und das hier, wo ich jetzt sonst nicht so gewusst hätte, wo ich das reinmachen soll. Das kommt dann aus Adventskalendern oder aus so Swaps, also so ein bisschen Tauschpaketen und so. Aber nur weil ich, upsa, dann nicht so richtig weiß, Moment, überfordert, was ich da jetzt sonst mitmachen soll, heißt ja nicht, dass ich es nicht trotzdem total schön finde. Und dann habe ich die da reingemacht und war erstmal bis hierhin so ein bisschen, wusste ich nicht, ob es mir zu sehr so 70er, 80er ist, die Farbkombination. Aber ich dachte, naja, mein Gott, es ist eine Restedecke und also ich verbrauche auch, meine Strategie ist, verbrauche jeden Rest, den ich habe, bis er halt alle ist. Ne? Jetzt hängen hier noch die Fäden, weil ich natürlich nichts vernäht habe bis jetzt. Aber ich mache das, also da ist überhaupt kein Anspruch auf Perfektion oder Vollständigkeit, sondern einfach alles, was ich noch so habe, kommt da rein und sieht dann irgendwie schön aus. Und da habe ich jetzt einfach darauf vertraut, dass die Farben schon am Ende zusammenpassen werden, weil ja noch ganz viele andere irgendwie so random Farben da reinkommen. Und fühle mich schon sehr bestätigt, weil ich halt auch sehe, dass ja, dass ja einfach es immer weitergeht. Ne? Also das erste Stückchen unten, da war so ein bisschen, dass ich dachte, oh, gefällt mir das? Also finde ich das wirklich gut. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist ein Zipfel von der Decke. Also da kommt ja noch ganz viel. Und bis jetzt finde ich das total schön mit den Farben, dass die so ineinander übergehen und man erinnert sich ja dann doch, kriege ich hier so einen halben Krampf irgendwie. Man erinnert sich ja doch ganz gut, was man da mit gestrickt hat, ne? Oder wo die herkommen, wer ihm die geschenkt hat, aus welchem Adventskalender die vielleicht kommen. Oder. Und das ist immer schön, wenn man, ich merke es auch mit meinen anderen Decken, wenn ich die dann auf dem Schoß habe, irgendwie abends auf dem Sofa und dann gucke ich so und weiß genau, ach, das ist von dem, das ist von dem, das ist aus dem Pullover und so. Das ist schon schön. Von dem, von der, wenn überhaupt. Ich glaube, von Männern habe ich da keine Wolle drin geschenkt bekommen. Und ja, hier ist gerade auch noch ein ziemlich großer Wollrest. Den werde ich nicht aufbrauchen. Schon habe ich mir hier wieder widersprochen. Das habe ich aus meinem, also aus einem größeren Resteprojekt rausgeholt gerade. Ich mache den Mild Magic Shawl von Stephen West, den zweiten. Und da ist es drin. Ein ganz altes Knäuel von A Homespun House. Also die Farbe gibt es auch nicht mehr. Das war auch mal irgendwie so ein Garn des Monats oder so, was sie da verkauft hat. Und genau, das war halt nie so richtig meine Farbe, deshalb habe ich noch viel davon übrig. Da mache ich jetzt hier mal einen größeren Streifen rein, einfach weil ich es hier auch gerne hinten drin haben will. Es ist nämlich schön, ne? Es ist nur so, dass ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Und dann habe ich noch ziemlich viel zusammengesucht, was da reingeht. Allerdings für eine ganze Decke wird es nicht reichen. Also das wird mich schon noch eine Weile begleiten, weil ne, so mit den Projekten wieder mehr da reinfließt. Aber so soll es ja auch sein. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall da mal, weiß ich jetzt nicht, eine Woche oder so dran gestrickt und das macht total großen Spaß. Also der Hype, den es gab um diese Anleitung, weil alle, die ja irgendwie dann gestrickt haben, den konnte ich nie so richtig verstehen. Aber jetzt, wo ich selber mache,
kann ich total verstehen. Also es macht einfach riesigen Spaß. Man hat so ein bisschen kleine Aufgaben, wo man aufpassen muss, aber nicht zu viel. Also man kann dabei wirklich Fernsehen gucken und sich unterhalten und alles. Und es ist eine super Anleitung. Und der I-Cord wird hier auch so gestrickt, dass nicht mehr das Problem besteht, dass das ein bisschen zu tight ist an der Seite, dass es so eng ist und nicht mehr flexibel. Und so werde ich es von jetzt an auch immer machen, wenn der mit eingearbeitet ist, ne? Und ist ja hier. So. Ah, seht ihr? Da ist schon I-Cord mit drin. Und das ist natürlich auch schön bei so einer Decke, dass man dann nicht irgendwie 8000 Maschen aufnehmen muss, wenn man einmal abgenadelt hat, abgekettet hat und froh ist, dass man es eigentlich geschafft hat. Weil so ein langer I-Cord ja dann auch irgendwie wieder fast, also weiß ich nicht, da sitzt man fast eine Woche dran. Aber so, das war also jetzt mein aktuelles Projekt auf den Nadeln. Und das, was jetzt gerade so ein kleines bisschen sich zum Schlafen legt, aber nicht zu lange, habe ich euch auch gezeigt, die andere Decke. Ich belasse es also jetzt mal dabei für heute. Ja, bedanke mich fürs Zusehen. Wie schön, dass ihr einmal auch hier bei mir auf dem deutschen Kanal reingeguckt habt. Lasst mich doch mal gerne wissen, wenn das jetzt ein Video für euch war, ob das so was ist, was ihr irgendwie eine gute Idee findet, dass ich alle Vierteljahre mal hier meine Projekte auch nochmal auf Deutsch kurz vorstelle. Es ist natürlich redundant für all die, die halt das schon vorher gesehen haben. Die wissen das dann alles schon. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die wirklich nur dem deutschen Teil so ein bisschen folgen wollen. Und da könnt ihr mir gerne Feedback zu geben, entweder hier in den Kommentaren oder auf Instagram oder per E-Mail oder keine Ahnung, wie ihr halt wollt. Aber in den Kommentaren ist natürlich das Einfachste, das sehe ich auf jeden Fall und auch ganz schnell. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr hier mal vorbeigeguckt habt. Vielleicht seid ihr auch schon zurückgekommen hier in den, wie sagt man das dann? Also nicht das erste Mal hier auf meinem Kanal, sondern habt auch andere Videos schon gesehen. So oder so hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt Bock, vielleicht auch nächstes Mal nochmal einzuschalten. Wenn ihr den Kanal irgendwie unterstützen möchtet, dann könnt ihr am allereinfachsten einfach einen Screenshot auf Instagram in euren Stories zum Beispiel teilen und anderen zeigen, dass es diesen Kanal überhaupt gibt. So finde ich immer ganz viele neue, was heißt ganz viele, aber doch regelmäßig neue Podcasts, indem ich sehe, was andere Strickerinnen da draußen so sich angucken. Und ansonsten könnt ihr natürlich liken und dem Kanal folgen, damit ihr dann auch merkt, wenn ein nächstes Video kommt. Und für ganz Ambitionierte gibt es sogar eine Ko-fi-Page, so eine Ko-fi-Seite, wo man eine kleine Spende da lassen kann von 2 €. Da ist auch ein Link für unten. Überhaupt keine Erwartungshaltung meinerseits, aber es gibt eben diese Seite und ich sag's euch kurz. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr jetzt alle einen ganz schönen Frühling und ja, Sommer kann man ja eigentlich auch sagen. Bis wir uns hören, wird es schon Sommer sein, vor euch habt und schöne, tolle Strickprojekte, die euch durch diese Zeit begleiten. Ja, lasst mir gerne, wenn ihr Bock habt, einen Kommentar da und sagt, woran ihr gerade strickt, was ihr gerade so macht. Und ansonsten wünsche ich euch frohes und glückliches Stricken und ich melde mich auf Deutsch wieder in einem Vierteljahr für alle anderen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.